Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marco Fusaro, Geschäftsführer beim Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Ein bisschen zerzaust, denn ich bin selber gerade Opfer geworden eines unangenehmen Zustands. Ich habe mir mein Handy klauen lassen. Unaufmerksamkeit in einem Zug bei einem etwas längeren Aufenthalt am Sonntag, naja. Am Samstag, Abend, Sonntag früh in Dortmund. Pfandsammler, sehr, sehr viele BVB-Fans, die in den Zug strömten. Ich war abgelenkt, anschließend war mein Handy weg. Ja, warum? Weil ich es liegen lassen hatte. Und das wird heute auch ein Teil des Themas sein. Was mache ich jetzt, ne? Was ist mit den Daten, die auf dem Handy sind? Sind die jetzt gefährdet? Kann ich das auf dem neuen Handy aufspielen und und. Zum Glück habe ich ein zweites Handy und konnte somit, nachdem ich dann jetzt auch eine SIM-Karte bekommen habe, wieder sozusagen online weiterarbeiten. Ansonsten erstmal nur dort, wo WLAN war. Aber da seht ihr, man kann ganz, ganz schnell in die Fänge von Kriminellen kommen. Und dann schauen wir weiter. Heute ja Schwerpunkt blödes Verhalten im Internet, der zweite Teil. Wenn ihr diese Sendung im Real Life schaut, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Am Ende der Sendung habe ich auch noch mal eine Internetseite für euch, auf der ihr unser EDV-Schulungsprogramm aufrufen könnt. Also, das Bildungswerk lässt euch auch in Zeiten von Internet nicht alleine und sind nicht nur sozusagen in der Praxis in Bewegung, Gesundheit da, sondern auch für eure Computergesundheit selbstverständlich zur Verfügung. Wir starten heute also mit dem zweiten Teil und da geht es um das versehentliche Offenlegen von sensiblen Daten. Also, ja, was kann man tun, um das zu verhindern? Wo tauchen die Gefahren auf und was kann passieren? Und dann haben wir natürlich auch jedes Mal eine alternative Verhaltensweise für euch. Wir wollen euch ja etwas mitgeben und nicht nur sensibilisieren. Wie immer habe ich eine klitzekleinigkeit vorbereitet und deswegen switchen wir auch direkt die Darstellung. Ja, es geht um Cyber Security. Und wir fangen direkt mit der ersten Problematik an. Vorab, ja, meistens sitzt das Problem tatsächlich zwischen dem Monitor und dem Stuhl. Man ist also selbst. Deswegen habe ich eben gerade auch die Formulierung gewählt, ich habe mir das Handy klauen lassen. Denn letztendlich habe ich selbst Schuld gehabt. Und kommen wir jetzt zum ersten Problem, was wir da haben. Klicken auf Links in seltsamen Mails. Ja, man muss sagen, früher waren die Mails seltsamer als heute. Mit dem Einzug von generativer KI, einer deutlich besseren Sprache, weniger Rechtschreibfehlern und, wird es immer schwieriger, solche Mails wirklich herauszuerkennen. Letztens hatten wir eine Mail, die war vom Inhalt her exakt so, wie sie ein Kollege verschickt hat, nur ergänzt um zwei, drei Links. Da fragen wir uns jetzt auch, wenn wir das an einen größeren Verteiler geschickt haben, war da vielleicht jemand, dessen Rechner nicht sauber war, ne? Der es empfangen hat. Natürlich checken wir auch unsere eigenen Dinge, aber auf unseren Servern ist das soweit immer alles clean und wir haben dann sehr, sehr strenges Augenmerk drauf. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Cyberangriffe deswegen erfolgreich sind, weil Menschen eben in solche E-Mails reinklicken. Und wenn man sozusagen 1 zu N versendet, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass einer von den N das schon mal vielleicht mit einer anderen Mail gemacht hat. Naja, und es ist halt so, wenn ihr auf solche Mails klickt, sei es Lösegeld-Mails, Mails, in denen steht,
dass man euch gehackt hat oder. Da ist manchmal noch gar nichts passiert, aber dann mit dem Klick von euch, ja, wird es kriminell, weil dann ladet ihr euch, auch wenn ihr denkt, es ist gar nichts passiert, Trojaner-Software auf euren Rechner, die dann anderes noch nachladen. Nicht schön. Ja. Und ja, im Wesentlichen bei Phishing geht es darum, dass ihr aktiv was eingebt. Aber es gibt auch so Social Engineering Techniken. Da merkt ihr das quasi gar nicht, ja, dass da etwas passiert. Im Prinzip reicht dann schon der Klick auf einen Link, zu dem ihr genötigt werdet. Und immer noch ist es so, dass zwei Dinge am meisten ziehen: Neugier und Angst. Ja? Neugier ist ein bisschen zurückgegangen. Also ich glaube, auf hier sind Bilder deiner Nachbarin klickt niemand mehr, aber auf wir buchen den und den Betrag von deinem Konto ab, hier ist eine Mahnung, hier ist dieses und jenes, hier ist eine Rechnung, schon. Und ich habe da auch noch so eine kleine Anekdote zu berichten. Da sagte mal jemand, ja, aber ich habe doch geklickt, weil da stand, ist eine Rechnung über 80 Euro offen. Ja, ich hätte nicht geklickt, wenn der gestanden hätte, ist eine Rechnung über 80.000 Euro offen. Ja, und da merkt man schon, wie mit Social Engineering gearbeitet wird. Das eine war sozusagen zu abstrus, das hat man nicht für ernst genommen. Diese 80 Euro Mail dagegen schon. Und so mit so kleinen Anpassungen verführt man Menschen dazu, etwas zu klicken. Ja, manchmal gibt man was darauf ein, manchmal geht es einfach nur darum, um andere Software auf euren Rechner zu laden, um dann anschließend, wenn ihr vielleicht Online-Banking macht, Tastatureingaben abzufangen. Ja, was sollt ihr aber anstatt dessen tun? Gar keinen Link klicken. Aber es ist ganz einfach, kennt ihr die Quelle nicht oder vertraut ihr nicht, klickt nicht auf den Link. Wenn ihr den Absender kennt, prüft noch einmal, ob der Link natürlich aussieht und ob der Empfang sinnvoll ist, da E-Mail-Adressen oft gefälscht werden. Na, ihr wisst das wie bei einem normalen Briefumschlag. Ihr könnt als Absender draufschreiben, was ihr wollt. Das hat nichts damit zu tun, dass dieser Brief auch tatsächlich von diesem Absender ist. Und bei E-Mails ist das nicht anders. Die zweite Herausforderung, und das stellen wir auch bei Sportvereinen immer noch fest, dass ganz viele Internetseiten von Sportvereinen lange nicht mehr aktualisiert worden sind, insbesondere was die sichere Zugangsmöglichkeit auf diese Webseiten ist. Ja, die sind ja nicht HTTPS erreichbar, sondern nur HTTP erreichbar. Und alles das, ja, wenn da nur HTTP steht, bedeutet, dass die Übertragung zwischen den beiden Servern, ja, oder zwischen eurem Rechner und dem Server, eben nicht verschlüsselt stattfindet. Und wenn das nicht verschlüsselt ist, jetzt habe ich schon das nächste Wort gedacht, dann können Schnüffler, die in der Mitte sitzen, den Datenverkehr abfangen, ja, und auch in Klartext lesen. Ja, das würde bedeuten, wenn ihr dort Formulare ausfüllt, wenn ihr euch zu irgendwas anmeldet, wenn ihr da vielleicht eine Bankverbindung eingebt, weil per Lastschrift bezahlt werden soll oder, ja, dann ist das von Leuten in der Mitte, den sogenannten Man in the Middle, abrufbar. Also deswegen warnen euch auch die meisten Browser davor, wenn ihr solche Websites besucht. Ja. Dann kann man meistens noch so einen Umweg gehen. Aber was soll ich denn stattdessen machen? Naja, als Verantwortlicher für diese Seite, ganz, ganz wichtig, entsprechende Zertifikate installieren. Das geht meistens kostenfrei über euren Provider. Da sind also in der Regel die Zertifikate für die Websites mit inklusive oder eben, ja, dann muss man halt vielleicht einen Euro im Monat dazu bezahlen. Dann habt ihr eine neutrale Stelle, die garantiert, dass euer Server sicher zu erreichen ist. Ja, und dann habt ihr sozusagen eine HTTPS
Adresse. Das ist auf der einen Seite notwendig. Wenn ihr feststellt, ihr jetzt nicht für diese Internetadresse zuständig seid, ihr aber diese Internetadresse aufrufen wollt und ihr seid jetzt Vereinsmitglied oder noch nicht Mitglied, und wollt auf diese Vereinswebsite, dann könnt ihr euch natürlich mit dem Verein in Verbindung setzen, ohne das aufzurufen, oder ihr schafft eine sichere Verbindung, so ein VPN-Kanal. Ja, gibt es auch Software im Internet kostenfrei zu organisieren oder auch kostenpflichtig. Gibt es verschiedene Anbieter. Und dann baut ihr sozusagen einen eigenen Tunnel auf, durch den dann dieser nicht sichere Verkehr geleitet wird. Ja, also anstatt den Verschlüsselungsdienst der Website zu benutzen, nutzt ihr den Verschlüsselungsdienst, um zur Website zu gelangen. Also einen sogenannten VPN-Kanal. Ja, und damit könnt ihr dann euren Datenverkehr schützen. Das bietet sich auch, werden wir gleich sehen, an anderen Stellen noch an. Also man darf da heute ruhig drüber nachdenken, solche VPN-Kanäle, das VPN steht für virtuelles privates Netzwerk, ja, zu nutzen. Ist einmal ein kleiner Aufwand, das zu installieren, und dann hat man da länger sichere Ruhe. Womit ich häufiger zu tun habe, ihr wisst, ich bin viel unterwegs und für wichtige Dinge generiere ich mein eigenes WLAN, um dann Banking und so weiter vorzunehmen. Aber manchmal, und ganz viele Menschen, nutzen halt öffentliche WLANs, sei es im Zug, am Bahnhof, am Flughafen, in Cafés und. Ja, also überall da im Hotel, wo ihr ein WLAN habt. Häufig ist der Fall, dass diese öffentlichen WLANs ebenso nicht verschlüsselt sind, um überhaupt erstmal darauf zugreifen zu können. Was hat das zur Folge? Na, jetzt im Hotel vielleicht noch nicht so der Fall, aber wenn ihr vielleicht bei irgendeiner Kaffeekette sitzt oder am Bahnhof, in der Lounge oder am Flughafen, da können sich ganz, ganz viele Menschen tummeln, die nichts anderes machen, als versuchen, diese offenen WLANs abzuschnüffeln. Also macht es da wie ich, baut ein eigenes WLAN, vielleicht mit eurem Smartphone auf, ja, dann seid ihr sicher, da habt ihr das unter Kontrolle. Oder auch hier die Überlegung, euch so ein virtuelles privates Netzwerk zu installieren. Das schützt eure Kommunikation im öffentlichen Raum. Das funktioniert wunderbar, auch in Zügen. Und im Flugzeug weiß ich sowieso nie, wie das da oben in der Luft geht. Ist wahrscheinlich auch teuer, oder man kann nur das bordeigene WLAN, dann das eigene Netz da nutzen. Ja, also, oder wenn ihr das nicht habt, nutzt das öffentliche WLAN nicht, um vertrauliche Informationen zu senden, insbesondere nicht, wenn es um Arbeit und Geld geht. Ja? Also ganz einfach unterlassen oder ein virtuelles privates Netzwerk installieren. Ich werde nächste Woche Donnerstag bei Menschen über HDV für Menschen über 46,5 das mal zum Thema machen, virtuelle private Netzwerke. Denn da sind immer interessierte Menschen, die wissen wollen, wie es geht. Findet im Übrigen immer donnerstags in Trier statt. Ja, da sehen wir eine verzweifelte Nutzerin, die irgendwie Daten verloren hat, vielleicht so wie ich mit meinem Handy, vielleicht aber auch, weil die Festplatte kaputt gegangen ist oder. Also viele Möglichkeiten, Daten erstmal so zu verlieren oder zumindest nicht auf diese zugreifen zu können. Naja, und wenn man dann kein Backup zur Verfügung hat, ja, dann hat man Pech gehabt. Und wenn das Backup nur auf der Festplatte lag, auf der man, ja, die jetzt kaputt ist, dann hat man auch Pech gehabt. Ja, also ein Backup bedeutet,
dass man die Daten an einem zweiten sicheren Ort aufbewahrt. Also zum Beispiel in der Cloud bei eurem Internet-Provider oder dort, wo ihr den Handyvertrag habt. Die bieten euch auch meistens Cloud-Speicher an und dann müsst ihr einmal auf eurem Handy das entsprechend aktivieren, das in regelmäßigen Abständen, ja, Bilder, Videos, Dateien, die ihr auf eurem Handy habt, synchronisiert werden, dass die Einstellungen, die Apps synchronisiert werden, sodass, wenn ihr dann ein neues Handy habt oder ein Ersatzhandy habt, ihr wieder synchronisieren könnt und dann entsprechend weiterarbeiten könnt. Ansonsten gilt natürlich, dass man mit einer kleinen externen Festplatte, die man an den Rechner anschließt, seine Datensicherung macht. Aber auch da so ein bisschen darauf achten, wenn ihr die Datensicherung auch macht, um zum Beispiel gegen Blitzeinschlag, Feuer, Wasser, Einbruch gesichert zu sein, ja, dann sollte die Festplatte an einem anderen Ort liegen als direkt neben eurem Laptop. Denn wenn der Blitz einschlägt und es zu einer Umgebungsüberspannung kommt, dann werdet ihr Pech haben und dann wird auch der Datenträger, der daneben liegt, entsprechend in Mitleidenschaft geraten. Ja, also immer dran denken, getrennte Orte, nicht im gleichen Rucksack. Wenn der Rucksack weg ist, dann wahrscheinlich auch der Sicherheits-, sozusagen eure Datensicherung weg. Also so ein bisschen darüber nachdenken. Aber wichtig, was stattdessen immer zu tun ist, macht regelmäßig ein Backup. Und wenn möglich, solltet ihr mindestens 2 Kopien an unterschiedlichen Orten aufbewahren. Ja, also externe Festplatte und in der Cloud oder irgendwie am Arbeitsplatz und in der Cloud, wenn ihr zu Hause auch einen Rechner habt. Und für zusätzlichen Schutz, ja, die Sicherung auch verschlüsseln. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, und zwar klicken wir häufig viel zu schnell auf Bestätigen. Und hinter dem kleinen Klick aufs Bestätigen, ja, verbirgt sich häufig ein riesiger Turm von Dingen, die wir mit der Bestätigung erlauben. Jetzt sagt man natürlich, wer soll all das lesen in den AGBs, die man da bestätigt? Aber das stimmt, bei 2 Dingen sollte man trotzdem aufpassen. Auch wenn das jetzt schon zur Gewohnheit ist, diese Gewohnheiten kann man auch durchbrechen. Also A, achtet darauf, dass ihr beim Bestätigen nicht irgendwo noch so ein verstecktes Häkchen gesetzt ist, mit dem ihr Software auf euren Rechnern installiert bekommt, die ihr gar nicht haben wollt. Ja, also vielleicht vor dem Bestätigen schauen, ob da noch irgendwelche Checkboxen sind und ob diese Checkboxen angeklickt sind und was das Anklicken dieser Checkboxen bedeutet. Heißt es einfach nur, dass ihr den AGBs zustimmt, oder ist da noch eine zweite Checkbox, in der steht, ihr kriegt auch noch Software XYZ installiert? Ja, dann achtet darauf, dass diese zusätzliche Checkbox mit den zusätzlichen Softwareinstallationen deaktiviert wird. Und bei den AGBs, ja klar, man kann die nicht komplett durchlesen, das verstehe ich auch. Aber an 2 Stellen solltet ihr zukünftig einfach genauer schauen. Und zwar die Teile, auf denen es sich um die Datenerfassung und den Datenschutz bezogen wird. Ja? Datenerfassung und Datenschutz. Lest euch durch, welche Daten werden erfasst, wofür werden sie verwendet, und dann überlegt ihr euch, ob der Nutzen der Software damit in Einklang steht. Ja, bringt diese Software so viel Nutzen für euch, dass ihr damit einverstanden seid, dass vielleicht Daten gesammelt und weiterverkauft werden. Denn das ist tatsächlich das, was man häufig auch mit kostenfreier Software bezweckt, an eure Daten zu kommen, diese weiterzuverkaufen, dann ist das das Geschäftsmodell. Ihr wisst, kostenlose Software, dann seid ihr das Geschäftsmodell. Entweder werden die Daten verkauft, eure Gespräche werden verfolgt oder eben man versucht, zusätzliche Software
auf euren Rechner zu installieren. Also Aufmerksamkeit beim Installieren. Nicht einfach in Gedanken immer auf Weiterklicken, sondern vor jedem Klick gucken. Ich sage dazu gerne KVK. Gucken vor Klicken. Dann schmunzeln alle, weil sie wissen, das sage ich extra, damit es in Erinnerung bleibt. Ansonsten müsste es ja GVK heißen. Auch hierzu eine kleine Anekdote. Ihr seht Viren und Gefährdungspotenzial und dann das Schild mit so einem Schloss, mit so einem Antivirenprogramm stellvertretend. Und ich hatte mal die Situation, dass mich ein Kumpel fragte, ja, ich glaube, ich habe ein Virus, aber ich habe doch ein Antivirenprogramm. Wie konnte mir das passieren? Ja. Und ich brachte dann damals einen harten Vergleich mit einem Besuch in einem Etablissement, wo man sich natürlich trotzdem eine Erkältung holen kann, auch wenn man sich anderweitig Körperteile schützt. Was bedeuten sollte, der Schutz ist nie hundertprozentig. Und eine schlechte Angewohnheit ist tatsächlich, zu sehr auf die Antivirenlösung zu setzen und zu hoffen und dabei das eigene Verhalten dann aus den Augen zu verlieren. Aber in der Tat ist es so, dass das Hauptproblem der Mensch ist, der dazwischen sitzt und deswegen gegen ein schlechtes Verhalten kann euch keine Antivirensoftware schützen. Ja? Wenn ihr ein Vishing-Anruf bekommt, also so ein Videocall und ihr gebt da eure Daten preis, ja, und sozusagen das wird verbal preisgegeben, dann habt ihr keine Chance. Ne? Also, ja, wenn ihr das selber preisgebt, dann wird keine Antivirensoftware entsprechend euch schützen können. Und deswegen ist es immer wichtig, ja, ein gutes Bewusstsein für Bedrohungen zu haben und auch, sagen wir mal, ein Auge dafür zu haben, wie Bedrohungen daherkommen. Dann seid ihr besser geschützt, als euch, sagen wir mal, die fortschrittlichste Sicherheitssoftware schützen kann. Das bedeutet aber nicht, dass ihr auf eine Sicherheitssoftware verzichten solltet. Natürlich, ein Antivirenprogramm ist immer ein gutes Netz, ja, das euch eventuell noch auffangt, aber es ist eben kein hundertprozentiger Schutz. Seid also vorsichtig, wenn ihr Mails öffnet, auf Links klickt oder Anrufe auch von unbekannten Nummern entgegennehmt. Ja, Social Engineering, und ich habe das vorhin schon erwähnt, ist genauso gefährlich wie Malware, und Antivirenprogramme können euch nicht immer retten. Das ist leider die Situation. Wenn ihr up-to-date sein wollt, ja, dann verfolgt natürlich die nächsten Teile dieser Serie noch, aber meldet euch auch gerne zu einer unserer Fortbildungen im Bereich EDV an. Ja, ihr wisst, beim Bildungswerk gibt es viele spannende praxisnahe Veranstaltungen, die ganz, ganz häufig in sehr kleinen Gruppen stattfinden mit unheimlicher Interaktivität, mit anschließendem Support. Ihr werdet also auch nach der Veranstaltung nicht alleine gelassen. Ja, Community ist uns total wichtig. Ihr erreicht unser EDV-Programm über die Website, die gerade eingeblendet wird, www.edv-im-sport.de. Immer das aktuelle Programm dort. Und ich freue mich, ja, wenn wir uns da einmal persönlich begegnen und wir dann über die Risiken, aber auch die tollen Vorteile des Internets uns austauschen können. Ja, für heute sind wir schon wieder am Ende dieses Serienteils. Lasst ein Like da, dann abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch informiert, wenn der nächste Teil online zur Verfügung steht. Und naja, wenn ihr Zeit habt, verfolgt uns auch einfach mal live. Ja, dann können wir miteinander hier ins Gespräch kommen. So lange verbleibe ich, euer Marco, und
Auf bald.